eine weitere Mission. Ernte und Verkauf. Liebe Freunde, bauen Sie Gemüse an und verkaufen Sie Ihre Erträge. Sie müssen in einem Monat mindestens 100 Euro erwirtschaften. Achten Sie auf die Zeit. Das heißt, der eine Monat läuft wahrscheinlich in Echtzeit ab. Wir haben nur ganz wenig Zeit. Da müssen wir uns natürlich ein bisschen beeilen. Was sollen wir überhaupt ernten und verkaufen? Gartensalat, Möhren und Kartoffeln. Ja, da weiß der deutsche Hans gleich Bescheid. Ach nee, ich jäte erstmal Unkraut. Schön Kartoffeln. Aber hier ist ja diesmal gar kein Feld abgesteckt, also wir hätten das auch sonst wohin pflanzen können. Aber trotzdem, wir sind ja hier beim Gartensimulator, da macht man keine Gefangenen. Das Unkraut muss weg. Fort mit dir. So. Ach, und die beschauliche Musik. Da fühlt man sich doch gleich total entspannt bei der Gartenarbeit. Und ich habe das Gefühl, das meiste, was man hier sieht, ist diese alte Kacklaube. So. Dann wollen wir hier mal ein Feld ausstechen. Das sieht dann immer so ein bisschen aus wie die Innenseite beim Plumpsklo. Aber da lassen wir uns überhaupt nicht erschüttern. Jetzt wollen wir nämlich erstmal einen leckeren Gartensalat einpflanzen. Und das machen wir diesmal ganz easy. Hier ein, da ein, dort ein und dort ein. Ich mache einfach mal alles hier, alles was so geht. Was haben wir denn da? Kartoffeln und die erste Wahl an Kartoffeln. Ja, ihr wollt gegossen werden, das ist mir gerade aber scheißegal. Wir sind ja nicht bei der Supernanny, ja? So, kommen hier Kartoffeln. Einfach alles durcheinander pflanzen. Und am Ende noch ein bisschen Genforschung betreiben. Dann nämlich erhält man die beste Zucht. Ja, ist ja gut. Ich komme ja hier schon mit dem alten Kackkanister. Wird jetzt natürlich auch sehr aufwendig, aber wir befinden uns ja schon in der dritten Mission. Eieieiei, die Kartoffeln, die wachsen hier wie in Tschernobyl. Da holen wir gleich erstmal die Heckenschere. Also Zange heißt eigentlich ernten. Warum man jetzt Kohlköpfe mit der Zange erntet, das ist mir ein Rätsel, aber gut. Kontostand 50 Euro, 55 Euro. Das heißt, die Hälfte haben wir schon geschafft. Jetzt pflanzen wir mal Möhrchen. Hast du Möhrchen? Pflanzen wir uns hier mal so einen leckeren Biogarten. Einfach quer durchs Beet ins Gemüse, kann man jetzt zu Recht sagen. So, jetzt haben wir... Nee, jetzt haben wir keine Möhrchen mehr. Jetzt gehen wir erstmal gießen. Nein! Gießen, nicht düngen, du alte Kacke. Warte mal. Ist ja auch super einsichtig hier, das alte Menü da im Gartenhäuschen. Und da kommen schon die lecker Möhren. Groß gießen müssen wir hier nicht. Hey, die Musik wechselt. Dann mache ich mal ein bisschen lauter bei mir, damit ich hier ein bisschen mitzwingen kann. Hallo Freunde. Lasst uns Gärtner sein. Hallo Freunde, wenn auch nur zum Schein. Dubi 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 du du. Dabi 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 da da. Und wir haben 100 Euro erreicht und gewonnen. Vielen Dank, Ihr Applaus ist gerechtfertigt. Zurück ins Hauptmenü. Was wartet denn jetzt für uns auf uns für eine spannende Aufgabe? Moment. So, Ernte und Verkauf 1 war das. Rosenzüchten haben wir gemacht. Wir haben Rasen gemäht. Und jetzt sollen wir an einem Wettbewerb teilnehmen. Schaffen Sie es, die Jury nachhaltig zu beeindrucken. Achten Sie auf Abwechslung und gesunde Pflanzen, dann ist Ihnen der Sieg gewiss Zeit. Und achten Sie natürlich auf die Zeit. Der Sieg gewiss. Da war ich schon wieder ein bisschen voraus. Ihre Punktzahl 1 und wir brauchen 10.000 Punkte, um zu gewinnen. Ach du heilige Scheiße. Ja, Freunde, jetzt geht's aber wirklich ans Eingemachte hier.
erstmal das Übliche. Erstmal ein bisschen hier das Unkraut wegschaffen. Die haben auch immer so einen Kackgarten, der ist mal zugewildert. Und dann will er gleich einen Preis gewinnen. Nee. Ja, jetzt hack mal ein bisschen schneller hier. Ich hab keine Zeit. So. Und hier noch ein bisschen Grün weg. So, die Schaufel gezückt. Nee, bevor wir das jetzt machen, gehen wir mal Sims-mäßig vor. Hallo? Geh doch mal rein. Was haben wir denn da alles Schönes? Was ist denn das da? Gartenzwerg, Made in Germany, Terrakotta, Made in Germany, handbemalter Ton, Gehwegplatten. Dann wollen wir natürlich erstmal Gehwegplatten legen. Wo ist denn hier überhaupt das Gartentor? Ich befürchte, es gibt hier gar kein Gartentor. Hallo? Ich will raus! Komm, wir klauen hier mal das Design beim Nachbarn. Ich sehe überhaupt nicht, wo die Gehwegplatten hinkommen. Ach Gott. Kann man die auch wieder wegmachen? Nee. Ja, ist ja super geil. Ja, und jetzt? Hallo? Toll. Also ein super Spiel, das neben seiner ganzen Atemberaubigkeit auch die gute Laune fördert, indem man überhaupt nicht sieht, wo man was eigentlich hinmacht. Oh, da sehe ich jetzt eine Umrandung für die Gehwegplatten. Das ist natürlich auch mega kacke. Mindestens die Hälfte der Pflanzen muss erntereif sein. Meine Freunde, ich glaube, diese Mission wird nichts. Wir haben schon 2 Punkte, also pro Gehwegplatte gibt es wahrscheinlich einen Punkt. Punkt, ein Punkt. So, da. Nee. Der legt sie nicht mal dahin, wo er sagt, dass er sie hinlegt. Dahin. Übrigens, mit WASD-Steuerung wird hier gelenkt, also gesteuert. So, manchmal, wenn man was legen will, dann verschiebt sich einfach mal das lila Kästchen irgendwo anders hin. 6 Punkte haben wir schon. Mann, 10.000 brauchen wir noch, da sind wir doch auf einem super Weg. Komm, hier einen hässlichen Tisch hin. Kann ich da sehen? Ach, da kann ich sehen, wo ich ihn hinstelle. Da muss man ein bisschen nach unten gucken. Dann pflanzen wir den einfach mal hier hin und bauen da ein paar Stühle drumrum und dann notfalls noch ein paar Platten drunter und dann passt das schon. So. Das Rumlaufen hört sich übrigens an, als würde man durch den Schnee stapfen. Hey! Schubidubib da da. Schubidubib schub da da da. Schubidubib da. Schubidubib da. Apfelbaum. Ich pflanze einen Apfelbaum, man glaubt es kaum, der Apfelbaum. Schön anzuschauen, der Apfelbaum, ein Männertraum. Denn man soll ja im Leben immer mindestens einen Baum pflanzen. Und das tun wir auch gleich. Und dann legen wir hier mal einfach entlang des Weges ein paar schöne Runkelrüben an oder was auch immer wir da für altes Kackobst im Schuppen haben. Ich würde gerne mal ein paar Himbeeren anpflanzen. Das gibt's dann vielleicht als DLC, wa? So, komm. Schnabberdabab, schnappdab, schnuppdi, schnuppdi, schnappdi, schnuppdi, schnappdi. Und der Nachbar hat gerade wieder seinen Rasenmäher gezückt. Wir hören es ja bis hierher. Erst 33 Punkte. Ein Apfelbaum. Und es regnet. Während die Musik gewechselt hat, ist es die Halle des Bergkönigs? Ich glaube, so ist es. Und ein Birnbaum. Wir haben also nur einen einzigen Birnbaum. Komm, den pflanzen wir mal direkt hier. So eine Kacke. Ich wollte das symmetrisch machen und jetzt sowas. Schotter und Zierkies. Ach Mann, ey. Wenn ich das doch alles vorher wüsste. Eigentlich auch ganz schön
blöd. Was haben wir denn noch? Rote Rosen, weiße Rosen. Komm, dann machen wir mal hier rote Rosen. So, und auf die andere Seite einfach weiße Rosen. Ich würde es ja lieber intervallmäßig machen, aber... Uns fehlt einfach die Zeit, Freunde. Uns fehlt die Zeit. Wo ist sie hin?